Wir kochen einen 3-Gänge-Gaumenschmaus. Was zubereitet wird, würfelt der eine für den anderen. Gewonnen hat am Ende der, der aus seinem Ekelmenü das Allerbeste rausgeholt hat. Ja, das heißt, auch die Tischdeko wird in die Bewertung mit einfließen. Ja, aber wer entscheidet das? Genau, unsere prominenten Gäste, die am Schluss von unserem Menü probieren dürfen. Joko und Klaas hat mir eine Einladung geschickt und haben gesagt, wir gucken Abendessen. Das ist heute mein drittes Promi-Dinner. Ich freue mich total darauf. Und ich bin mal gespannt, was die beiden gekocht haben. Wir haben hier 3 Würfel mit jeweils ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Wir haben einen Würfel mit 6 verschiedenen Zubereitungsarten, aus dem wir dann unser Gaumenschmaus-Menü zaubern werden. Es sind ja noch 2 Männer, ich weiß nicht, ob sie wirklich kochen können. Bin ich gespannt. Ja, natürlich blöd jetzt mit Wurstwasser, ne? Ja, mit Wurstwasser schmeckt erstmal alles nicht so gut, ne? Kann man schon mal festhalten, ne? Außer Wurst. So, pass auf. Ja. Da hast du mir aber direkt eine amtliche Aufgabe gewürfelt, du. Harzer Roller, Pfannkuchenteig, Schillerlocke und das alles pürieren. Ja, ich meine, das liegt ja bei dir. Manchmal muss man ja aus dem Besten, was man so hat, noch irgendwie was Tolles zaubern. Ja, aber ich sag's mal so, ne, wenn ich die 3 Sachen habe und pürieren, dann muss ich mir eigentlich auch nicht viele Gedanken machen, was ich daraus mache, weil es ist halt einfach alles püriert. Ich habe hier 4 Harzer Roller reingemacht. Dann habe ich ungefähr 500 Milliliter von diesem wunderbaren Fertigpfannkuchen-Teig genommen. Und hier ist eine schöne Schillerlocke. Willst du mal probieren? Schon? Nee, danke. Ich muss jetzt mich erstmal hier darauf konzentrieren. Das ist natürlich nicht die Jahreszeit für Fruchtzwerge, das weiß jeder. Es ist gerade nicht Saison und deswegen werden diese Fruchtzwerge aus Caracas importiert. Der flockt aber jetzt ein bisschen auf, ne? Ja, das ist auch gut so, dass der aufflockt. Weil dadurch entfaltet er sich überhaupt erst. Ich mache jetzt einmal ganz kurz den Geschmackstest. Ja. Das Gericht ist erst dann fertig, das ist wie beim Eischnee, wenn es nicht aus dem Gefäß kommt. Ja? Wenn es so, nee, gut, ist nicht ganz fertig, das zieht jetzt einfach noch ein bisschen. Aber Futter wie bei Muttern, das ist ehrliches Essen, so wie es die Leute mögen. Wollen wir mal gucken, wer nachher unsere Gäste besser überzeugen kann mit Geschmack. Das sieht aber wirklich sehr gut aus, ein bisschen neidisch bin ich. Ja? Das Ganze lassen wir nochmal durch die Schaumkelle ziehen. Das muss ich jetzt noch einmal durchziehen und dann haben wir es. Gut. So, dann bleibt das jetzt erstmal. Hoffentlich vergessen wir, dass es da drin ist. Ja. Das wird schon schlecht, wenn ich nur da denke. Oh. Oh. Ich mache einen Herrentorten-Sashimi an einem Bett von Knoblauch mit ausgerolltem Liegemops. Hör auf, Mann! Du verfremdest mein Gericht, ich hab mir da was bei gedacht. Komm, ernsthaft, es ist nur... Es ist nur für Georgina und für Evil Jared. Es ist doch nur für Georgina und Evil Jared. Ich esse selber gerne leichte Küche. Wenn ich war jung, esse ich jeden Tag McDonald's, Burger King. Salate, jetzt nicht so schwer, nicht unbedingt Schweinefleisch, ist auch nicht so mein Ding. Ich habe die Schweinskopfsülze etwas gewürfelt und das Ganze werde ich jetzt praktisch mit den anderen Zutaten zusammen zu einem Roulette verfeinern. Ja? So, Harzer Roller. Ich kenne von der Forschung. Entschuldigung. Ja, auch gerade mal pressiert hier. Das kann man nicht essen, ne? Das ist jetzt eigentlich weitestgehend fertig. Ich zeige es nochmal, falls Sie zu Hause wissen wollen, wie das dann aussehen muss, wenn es fertig ist. Ich werde das natürlich gleich aber noch anrichten. Dann kommt der Petersilie drauf und dann ist das... So, Joko. Man selber verliert irgendwie die Distanz zu seinem Gekochten, dadurch, dass man immer wieder abschmeckt. Und deswegen würde ich dich mal bitten, nur einmal ganz kurz. Ja, das ist kein Problem. Das ist eine gute Idee. Na dann, guten Appetit. Oh!
Ja, das ist gut, ne? Vielen Dank, ganz auch. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir uns mal darum kümmern, dass das Essen auch in angemessenem Ambiente präsentiert wird. Wir machen jetzt die Tischdeko. Hast du dir auch ein bisschen was überlegt? Ich habe mir ein bisschen was überlegt, ja. Sag mal, was ist dein Motto, dein Tischmotto? Mein Tischmotto ist Indian Summer meets wilde Wiese. Ich war gerade noch mal draußen, habe auch noch mal tagesaktuell quasi Sachen dazu geholt. Das Ding ist, ich glaube halt einfach, dass ich mit dem Essen heute nicht so sehr punkten kann, aber umso mehr ist es mir wichtig, dass der Tisch aussieht wie bei Tausend und einer Nacht. Wie im Kanada. Stadtpark in der Ecke oder was? Klar, was hast du denn? Also ich habe quasi mal überlegt, dass man also wirklich mal schaut, wo waren die ersten Zivilisationen, wo ist es vor allen Dingen auch romantisch, ne? Wo verbindet man ein bisschen was, wo geht einem auch ein bisschen das Herz auf. Und deswegen ist meine Tischdeko griechische Liebe. Guck mal, hier sind ein paar Steine, habe ich noch, ne? Klar. Guck mal, die werde ich jetzt hier auch so ausbreiten. Ich wollte jetzt gerade, ob ich mich selber schätzen muss und dir sagen, griechische Liebe, ja? Das ist das Tischdeko-Motto, griechische Liebe, und da gibt es jetzt auch kein Vertun. Klaas hat das Motto griechische Liebe. Ja, vielleicht macht er dann viel mit Tzatziki und Knoblauch und irgendwie, aber leicht, mag griechisches Essen sehr, sehr gerne. Griechische Liebe. Weiß Klaas, was die griechische macht für Liebe? Nee, wir waren oft in Griechenland mit der Familie früher. Aha. Eigentlich jeden Sommer. In Pitalidi, so ein kleiner Ort in der Nähe von Kalamata. Und deswegen ist mein Tischmotto griechische Liebe. Ja. Griechische Liebe. Ja. Was findet ihr denn daran jetzt komisch? Naja, also Arschficken halt. Essen ist fertig.